Ja, Karin, Steff, ihr führt heute durch die 12. Handball Awards. Wie ist es für euch? Es macht extrem Spass und es ist immer wieder schön, so viele Leute hier rausgeputzt zu sehen, die man sonst eigentlich nur auf dem Handballplatz sieht. Steff, du hast normalerweise einen anderen Co-Kommentator, jetzt sind wir Co-Hosts eigentlich sozusagen. Wie ist es? Muss der Manu Angst haben? Ja, muss schon ein bisschen Angst haben. Also, von der Karin kommt einiges und ja, muss sich warm anziehen. Das ist natürlich etwas komplett anderes. Der Manu will sich auf dieser Bühne nicht wohlfühlen, das weiss ich. Aus eigener Erfahrung, weil er auch schon mal einen Award bekommen hat und das ist ihm nicht mega hat er nicht mega gerne gemacht gehabt. Also von dem her, ich bin mega froh, dass ich dich hier auf der Bühne neben mir gehabt. Ja, nein, wirklich. Und für einmal nicht den Manu. Ich kann ihn wirklich mega gerne. Aber da ist super mit der Karin. Karin, was sagst du, der Steff, bei dir im Podcast «Wheel of Handball»? Ja, das wäre vielleicht auch mal ein Thema. Handball und Medien. Also ich glaube, das wäre sehr spannend sogar, um auch zu hören, wo ist das Potenzial noch, wo sich der Handball noch anders präsentieren, noch entwickeln. Wer weiß, vielleicht, ja. Können wir noch auf die Highlights sprechen von der Saison? Es war eine lange Saison gewesen. Es hat einen riesen Hype gegeben um die Spielzeit auch, aus verschiedenen Gründen. Was sind eure persönlichen Highlights? Also mein Herz schlägt immer noch ein bisschen für Brühl und ich habe mich schon sehr gefreut natürlich über das Double und auch ein bisschen mitgefähnt natürlich auch innerlich. Aber natürlich auch die Finalserie in der QHL ist genial gewesen zum Verfolgen. Bei dir, Steff? Ja, ist eigentlich relativ einfach, obwohl man muss sagen, es hat so viele Highlights gegeben in dieser Saison. Aber das Spiel 3 in Sursee, das 50-49, glaube ich, eins für Geschichtsbücher zwischen dem HC Krins Luzern und der Kadetten Schaffhausen. Also ich glaube, das toppt es einfach nicht. Und ich habe den Match nachher auch noch mal mir angehört. Ja, das macht man manchmal, gell? So, wenn man einen sadistischen Trieb hat. Und dann einfach muss ich sagen, es ist wirklich unglaublich, was dort drin alles vorkommt. Und wenn du Checklisten gemacht hättest mit Sachen, die garantiert nicht werden passieren, ich glaube, hättest du alles können abhaken. Es war ein unglaubliches Spiel gewesen. Und wie du vorhin auch richtig gesagt hast, einfach die beste Werbung für den Schweizer Handball. Genau das macht es doch aus und genau das ist so packend, so fesselnd. Und jetzt sind so viele Highlights gewesen, jetzt sind wir so nah dran an den Göpsig und Meisterschaft, das wir ganz vergessen haben, Nationalmannschaft. Und das war doch auch ein riesen Highlight diese Saison gewesen. Frauennationalmannschaft an Europameisterschaft. Oh ja. Endrunde. Für mich auch ein absolutes Highlight natürlich von dieser Saison. Abschließend muss ich jetzt noch fragen. Ihr moderiert zusammen. Gibt es einmal irgendein Celebration Game, das VIP Game? Team Liniger gegen Team Weigelt? Wäre cool, hä? Also Team Weigelt VIP wäre ja okay, aber Team Liniger, naja, also wenn du andere Liniger nimmst, dann würde ich es ja gehen. Aber also VIP weit davon entfernt bei mir, zumindest wenn es um Handball geht. Also wir machen vom CEHI immer am Kinderhandballfestival ein All-Star-Game und das ist immer sehr attraktiv. Und vielleicht könnten wir mal die beiden Linigers einladen, zum mitmachen und wirklich auch dort ein Gas geben auf der Platte. Ich bin mega froh, dass ich ja noch einen anderen Liniger könnte ins Rennen bringen, der einfach auch richtig gut Handball gespielt hat und noch fast gleich aussieht wie ich. Dann könnte ich den als Double und ich gehe in die dritte Halbzeit. Wir freuen uns drauf. Danke euch vielmals. Danke.